Willkommen zu einem neuen Video, dem Monatsvlog Februar. Ich bin jetzt wieder zurück in Berlin. Daisy und ich waren nämlich für knapp 5 Tage in Kopenhagen für die Fashion Week. Und es war echt ganz schön, so einen kleinen Tapetenwechsel zu haben und Leute wiederzusehen oder neue Leute zu treffen. Und ja, das hat auf jeden Fall echt ganz gut getan. Und ja, jetzt sind wir aber wieder zurück in Berlin, zurück in der Realität. Und ich dachte mir, ich führe den Vlog fort, da wo ich in dem letzten Monat aufgehört habe, und zwar beim Thema Wandfarben. Also da habe ich ja schon so ein paar Farben getestet an der Wand. Da war aber noch nicht so richtig der Ton dabei, den ich mir so vorgestellt habe. Und deswegen habe ich inzwischen so einige Farben mehr ausprobiert und die zeige ich euch jetzt mal. So, hier haben wir die ganzen Farbswatches. Wie ihr sehen könnt, sind so einige dazugekommen. Und ich halte das mal so und blende dann nochmal hier drüber die ganzen Farbbezeichnungen ein. Ja, also die linke Seite sind auf jeden Fall viel zu dunkel, die Farben. Da gehe ich jetzt nicht mehr nochmal extra näher drauf ein. So, deswegen beschränken wir uns mal auf diesen Bereich hier. Also da haben wir in der ersten Reihe Shaded White, dann Ammonite und dann Shadow White. Und Shadow White habe ich unter Shaded White links nochmal gepinselt, damit man die nochmal näher beieinander hat. Und da sieht man, die sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Und rechts davon haben wir dann Strong White, also das ist nochmal ein ganz, ganz helles Grau. Rechts davon Slipper Satin und dann 2 helle Kästen mit Pointing, also beides ist die gleiche Farbe. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die Farbübertragung hier über das Handy ist, aber ja, so das sind so die Farben jetzt in der näheren Auswahl. Und Johannes und ich haben so eine leichte Tendenz zu das dritte in der ersten Reihe für das Esszimmer, weil das ein bisschen kräftiger ist. Also wir sind schon kräftiger, aber nicht ganz so kräftig wie die da hinten. Und so wie uns gefällt der leichte Grünstich dabei. Jetzt so vor allem im Vergleich zu Slipper Satin ist vielleicht Slipper Satin ein bisschen zu beige. Ist auf jeden Fall auch eine schöne Farbe, aber ja, es ist so ein bisschen wärmer noch und hat so einen ganz, ganz leichten rosa Strich drin. Je nachdem, welchen Licht es dann wahrscheinlich auch noch ist. Und ja, da haben wir momentan eine Tendenz zu Shadow White. So, und für das Wohnzimmer wollten wir noch ein bisschen was Dezenteres haben und da schwanken wir momentan zwischen Strong White und Pointing, also das helle Grau oder das helle Gelb fast schon. Und da müssen wir einfach nochmal überlegen, wie das so mit in der Umgebung einfach im Wohnzimmer aussieht und mit den Möbeln drin. Da werde ich die Farben auf jeden Fall mal auf so Blatt Papier drauf machen und dann im Raum so ein bisschen durchgehen und das so ein bisschen dahin halten und gucken, wie es aussieht. Wichtig ist auch vor allem, wie es zum Boden aussieht. Also der ist bei uns ja schon relativ gelblich bzw. orange. Und da ist die Gefahr dann natürlich, dass es mit Pointing, was so einen leichten Gelbstich hat, insgesamt dann zu gelb aussieht. Und da ist dann Strong White vielleicht noch ein bisschen neutraler dagegen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen überlegen. Aber auf jeden Fall haben wir zumindest jetzt eine mehr eingeschränkte Auswahl und schon so potenzielle Kandidaten. Und da muss ich jetzt nur noch Johannes dazu überreden, dass wir das selber streichen. Also ich würde es voll gern selbst machen. Aber ja, da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen überreden und ich kann auch vieles auch alleine machen ohne seine Hilfe, aber für manche Sachen, vor allem an Stellen, wo ich nicht rankomme, brauche ich dann doch seine Hilfe und ja, müssen wir mal schauen. Aber gut, das hier sind auf jeden Fall schon mal ganz gute Farben. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr eventuell die Story dazu gesehen. Und zwar gibt es in der Nebenwohnung Bauarbeiten und da sind die jetzt gestern durchgekommen.
Und das war nicht das erste Mal. Sie sind nämlich hier auch schon mal durchgekommen. Das haben wir halt erstmal nicht gesehen, weil wir hier halt so Zeug vorstehen hatten. So diese Studiehintergründe, die so ganz hohe Rollen sind. Und ja, Johannes ist darüber gegangen und hat mit denen gequatscht. Und da soll heute jemand kommen, um das zu fixen, das zu spachteln und zu übermalen. Und da habe ich halt diesen Flur hier so ein bisschen ausgeräumt. Und auch diesen Schrank und so. Und habe dann das gesehen. Und ich ahne Böses. Wow. Ist das euer fucking Ernst? What the fuck? Ich meine, wie kann das passieren? Wie kann das dreimal passieren? Das checkt man doch. What the fuck? Vor allem dieses Riesenloch. Was ist das? Was ist das? Ich wollte euch mal ein Set zeigen, was ich neu habe, was mir so richtig Vorfreude auf den Frühling macht. Und zwar ist es einmal hier dieses graue Hemd und auch eine graue Hose, so grau-beige. Also es ist nicht genau der exakt gleiche Ton, aber nah genug, finde ich. Und ich finde die Kombination irgendwie so richtig cool. Man kann sie jetzt nicht so richtig erkennen. Ich habe jetzt so Sandalen dazu angezogen. Ja, ich finde, das ist so wie ein cooles Set vor allem. Ich finde Grau halt immer so super schön zu Bordeaux-Farben. Dann nehme ich halt diese Tasche und dann das einfach so überkreuzt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So, könnt ihr ein bisschen besser sehen. Ja. Oh, da will ich, dass es endlich wieder richtig Frühlingswetter ist, ein bisschen wärmer, dass man halt so dünne Sachen anziehen kann und Sandalen vor allem. Ja, dieses Outfit ist auf jeden Fall ready dafür. Und dann wollte ich euch noch neuen Schmuck zeigen, den ich habe. Also ich habe hier einen neuen Ohrschmuck von Mejuri. Das ist hier einmal dieser goldene Mini-Hoop mit einem einzelnen Stein dran. Und dann hier vorne so ein Ohrstecker, der heißt Triple Marquise Diamond Stud. Also sind so drei Steine untereinander. Auch sehr, sehr schön. Und das habe ich dann halt hier auf der anderen Seite so gespiegelt. Finde ich irgendwie ganz schön, mal vorne den Ohrstecker zu haben und dann hinten den Hoop. Ja, sonst habe ich das immer umgekehrt und so finde ich es irgendwie auch ganz schön. Ich habe hier noch so eine ganz, ganz zarte Kette. Das ist die Baby Curb Chain Necklace. Und das ist die mittellange Variante. Die habe ich aber auf der kürzesten Stufe eingestellt. Also man kann sie auf so drei Stufen verstellen. Und ja, finde ich es auch ein sehr, sehr schönes Teil, einfach wenn es so ein bisschen immer hervorblitzt. Ja, das ist so mein neuer Schmuck, den ich euch zeigen wollte. Und dann fehlt uns nur noch das Frühlingswetter. Just needed some time to stop my fainting. And then the second, and this should be good. Like a flower in its prime, a moment taking. I still have this dream of my neighborhood. Yeah, yeah, yeah. Close your eyes, nobody's missing the real advantage of a soul. We need a barrel of this wine for celebrating and an endless bonfire. That's the goal. If you're still looking for excuses.
So, ich habe gerade ein Styling-Video abgedreht und das ist mein Film-Setup. Also ich habe hier mein altes iPad aufgestellt, damit ich halbwegs sehen kann, dass ich ungefähr im Bild bin und ob die Sachen irgendwie sitzen. Und dann steckt hier dran mein Handy, womit ich gerade filme. Und das fertige Video müsstet ihr dann schon vorher gesehen haben, bevor dieser Vlog hier online kommt. Also ja, ich hoffe, euch hat das Styling-Video gefallen. Wie findet ihr eigentlich den Sound von dem Styling-Video? Also eigentlich müsste der Sound jetzt richtig, richtig gut sein. Ich habe nämlich zu Weihnachten hier so ein Mikrofon bekommen und damit habe ich dann das Voice-Over aufgenommen. Und ja, damit werde ich in Zukunft nochmal ein bisschen mehr rumspielen. Wer von euch guckt eigentlich Euphoria? Weil morgen kommt das Staffelfinale. Und oh mein Gott, die letzte Folge war schon richtig, richtig, richtig geil. Und ich habe mir gedacht, ich will halt irgendwie in ein paar Wochen eine Euphoria-Party machen. Also einfach mit ein paar von meinen Freunden. Und dann ziehen wir uns halt einfach dementsprechend an. Und ich probiere gerade ein Kleid dafür an. Und das zeige ich euch mal gleich im Spiegel. So, da habe ich hier nämlich dieses Kleid hier. So ein ganz enges Kleid mit so völligen Nähten. Aber es ist nicht ganz so crazy wie die Outfits sonst in der Show. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie was nehmen, was so total out of character für mich wäre. Und ja, das ist ein Teil, ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Also es geht so ein bisschen in die Richtung vom Vibe her, von der Serie. Aber ja, ich würde es halt auch so anziehen. Man kann zum Beispiel auch eine Hose drüber anziehen und das so ein bisschen hochraffen. Und dann ist es nur so ein Oberteil. Finde ich eigentlich auch cool. Ja. Und dann dachte ich mir vielleicht, Stiefel dazu zu kombinieren. Dann sieht es nochmal ein bisschen krasser aus. Und dann habe ich eventuell noch so eine Tasche. Das macht es dann nochmal ein bisschen verspielter. Ja. Und ich denke, was dann noch ein bisschen rausreißen wird, wäre das Make-up und die Haare. Bei Make-up kann man halt so richtig ausrasten mit irgendwie Strasssteinchen oder halt einfach generell so ein bisschen mehr Augen-Make-up bei Lidschatten und so weiter. Und für die Haare entweder so, also vielleicht irgendwie so ein High Ponytail. Kann ich jetzt so schlecht zeigen mit einer Hand. Aber ich denke, was viel ausmachen wird hier so die Babyhaare zu stylen, so wie Maddie halt auch in der Serie. Ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen mehr Euphoria-mäßig. Ja, dann werde ich euch auf jeden Fall im nächsten Monat zeigen, wie so das Endergebnis aussehen wird, also mit Haare und Make-up und so weiter. Und vor allem auch, wie meine Gäste ausgesehen haben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, mal gucken. Ich hoffe, das klappt vor allem auch alles, so wie ich mir das erhoffe, also dass halt auch alle können. Und ja, aber ich denke, das wird auf jeden Fall Spaß machen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee und ein gutes Thema einfach, um sich mal so ein bisschen anders zu stylen. Ich denke, schwierig wird es eher für die Männer. Also was kann man da denn so stylingtechnisch machen, damit es wirklich mehr nach Euphoria aussehen wird? Also mir fällt da halt nur hier so aufgemalte Face-Tattoos ein. Und sonst, ich glaube, es ist da echt ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht, wenn ihr eine Idee habt, wie man das als Mann umsetzen kann, schreibt das gerne in die Kommentare. Okay, ich habe jetzt eventuell nochmal andere Schuhe. Vielleicht passen die so ein bisschen besser dazu. Das sind so Celine-Sandalen. Und ja, die Stiefel waren vielleicht ein bisschen zu heavy. Was meint ihr, passen die besser dazu oder eher die Stiefel? So, bevor ich dieses Video beende, wollte ich noch so ein kleines bisschen Serientalk machen. Und ich hoffe, ich kann mich so halbwegs kurz halten. Es gibt nämlich so einige Serien, die ich diesen Monat fertig geguckt habe, über die ich mit euch so ein bisschen quatschen wollte. Ja, legen wir mal gleich los. Die erste Serie ist And Just Like That, also der Reboot von Sex and the City, der übelst zerrissen wurde online. Also es gibt viele Leute, die Serie überhaupt nicht gut finden und richtig schlecht finden. Ich persönlich fand sie gut, also mir hat es gefallen. Ich konnte Spaß daran haben. Ja, ich glaube, es liegt so ein bisschen auch an der Erwartungshaltung. Ich hatte nicht so krass hohe Erwartungen. Es gab halt echt so einige Sachen, die ich super gut fand, die ich gut gemacht fand. Einfach auch irgendwie realistisch. Also, weiß nicht. Thema Freundschaften oder einfach auch die Themen fand ich gut, weil es kann halt irgendwie einfach auch nicht einfach genau das Gleiche sein wie bei Sex and the City. Es musste, ja,
ein paar Veränderungen waren halt irgendwie unvermeidbar. Es gab auch einige Sachen, die ich super, super cringy fand und so, I don't know, die so ein bisschen aufgesetzt und ein bisschen gezwungen wirken, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber so insgesamt fand ich es eigentlich gut und realistisch. Es gab auf jeden Fall einige Sachen, die mich so übelst krass getriggert haben. Also die ersten zwei Folgen habe ich super viel geheult. Aber fand es auch irgendwie gut gemacht. Lustig finde ich, dass Carrie vorher, also in Sex and the City, mein absoluter Hasscharakter war. Also ich fand sie übelst nervig und ich konnte voll oft nicht nachvollziehen, warum sie wie reagiert hat und fand sie halt so overdramatic und keine Ahnung, super nervig einfach. Und in Just Like That ist sie mein absoluter Lieblingscharakter. Also ich habe so übelst krass sympathisiert mit ihr. Ich fand gut, wie sie manche Sachen gehandelt hat. Ich fand sie viel, viel reflektierter als in der ursprünglichen Serie. Und sie sah top aus, also wow. Ihre Haare mega, mega gut. Also auch das Styling, also nicht jedes Outfit, aber Styling fand ich insgesamt auch irgendwie gut. Und ja, also insgesamt hat mir die Serie Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Da scheiden sich einfach die Geister. Lassen wir es mal dabei. Eine andere Serie ist Euphoria. Da hat ja die zweite Staffel endlich angefangen in diesem Jahr. Ich habe die erste Staffel vor einiger Zeit mal geguckt und ich weiß noch, dass ich da für die letzten zwei Folgen übelst lange gebraucht habe. Also ich habe die Serie geguckt und dann bin ich irgendwie rausgekommen, weil ich weiß nicht, ob die Aufmerksamkeit nicht mehr gehalten, ob die Serie meine Aufmerksamkeit nicht mehr halten konnte. Irgendwie war ich da raus, dass ich dann irgendwie nach einer längeren Pause dann irgendwie die letzten zwei Folgen gucken musste. Aber ja, die zweite Staffel hat mir nochmal mehr gefallen. Ich finde, die haben visuell nochmal mehr eins draufgelegt, was halt schon krass ist. Und es hat mich so ein bisschen mehr gefesselt. Ich fand es irgendwie ein bisschen spannender und fand ich super gut. Also ich glaube, ich habe irgendwo in diesem Video schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Ist einfach eine Serie, ich finde, muss man irgendwie gesehen haben. Also da kann man sich auf jeden Fall mal so ein Probeabo bei Sky holen oder so und das dann mal binge-watchen. Apropos Binge-Watchen, da kommen wir eigentlich gleich zu der nächsten Serie, die ich gebinge-watcht habe. Und zwar ist es Vikings Valhalla. Und irgendwie ist es lustig, dass ich da immer noch so auf meinen Vikings-Trip bin, seit Assassin's Creed. Aber ja, Vikings Valhalla, das ist irgendwie ein Spin-Off von der Serie Vikings. Vikings ist, glaube ich, schon ein bisschen älter Serie. Davon gibt es, glaube ich, so 5, 6 Staffeln oder so. Also ich habe so ein paar Staffeln davon gesehen. Aber ja, ich muss sagen, die ist stellenweise so ein bisschen langatmig. Also ich habe mich auf jeden Fall schon gefreut auf Vikings Valhalla, da so ein bisschen nochmal was Neues. Es spielt 100 Jahre nach der ursprünglichen Vikings-Serie und ja, fand ich gut. Ein bisschen Eye-Candy ist dabei, auf jeden Fall. Und die war so ein bisschen, also da hat mir das Tempo einfach ein bisschen mehr gefallen, fand ich nochmal ein bisschen spannender. Und ja, fand ich gut. Ich habe eh so einen Hang einfach zu so Fantasy-Sachen oder so Period-Stuff irgendwie, also Sachen, die nicht in der heutigen Zeit spielen. Ja, so, na, kommt halt bei mir der kleine Nerd raus. Aber irgendwie hat auch so das Wikinger-Thema auch so einen Moment gerade. Also es kommen halt übelst viele Sachen dazu raus. Also, okay, Assassin's Creed Valhalla ist schon ein bisschen älter, aber ja, so die neue Vikings-Staffel und jetzt kommt irgendwie demnächst, ich weiß nicht mehr, irgendwann halt in diesem Jahr, so ein Film raus, Northman, ja, auch Wikinger-Thema. Also irgendwie hat es so gerade so einen Moment, so wie damals oder vor einer Zeit halt dieses Zombie-Thema, also Zombie-Serien, Zombie-Filme und Zombie-Videospiele kam halt irgendwie die ganze Zeit raus und das ist jetzt irgendwie mit Wikinger. Aber okay, I'm here for it. Ich mag das Thema und ja, mir macht's Spaß. Ja gut, so viel dazu. Das eine andere Serie ist Inventing Anna, die ich geguckt habe. Aber also die war interessant und so weiter. Aber die fand ich nur so okay. Kann man angucken. Aber da finde ich die andere Serie auf jeden Fall würde ich nochmal mehr empfehlen. Ich hoffe, ich habe nicht allzu lange darüber jetzt gelabert. Schreibt ihr mir auf jeden Fall in den Kommentaren, welche Serien ihr so geguckt habt, vor allem von denen, die ich so erwähnt habe. Und vor allem, ist einer von euch dabei, der auch Vikings geguckt hat? Also ich habe das Gefühl, ich bin damit noch so ein bisschen alleine. Schreibt da mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren. Und damit beende ich auch den Vlog.
Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen abschalten. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!